Grüßt euch Guys und willkommen zu einem Informationsvideo und damit herzlich willkommen bei meiner Halloween Party. Ich lade euch wie jedes Jahr zu meiner Halloween Party ein. Ihr könnt natürlich dementsprechend am Start sein, Freunde. Das Ganze befindet sich auf meinem Twitch-Kanal. Wir machen das schon seit, ich glaube, 4-5 Jahren, ich weiß selber nicht. Wir haben da so, sage ich mal, ein paar traditionelle Sachen zu Halloween und da wird halt bis jetzt eigentlich immer gestreamt. Auch jetzt wird auch gestreamt, obwohl ich ein bisschen angeschlagen bin, Freunde. Ich muss sagen, deswegen fällt heute der Stream auch aus, sodass ich natürlich richtig durchstarten kann morgen. Und zwar habe ich eine Bindehautentzündung und Hals tut weh etc. Das heißt, ich muss mich noch ein bisschen auskurieren, ein bisschen Energie tanken und dann kann die Party am Donnerstag, den 31.10.2019 von 12 bis 3 Uhr nachts, 15 Uhr Stream halt, ne? So lange geht die Party auf meinem Kanal. Was werden wir machen? Was werden wir zocken? Also generell Thematik natürlich Halloween. Das heißt, wir werden wahrscheinlich mit Pokémon anfangen. Deswegen eigentlich Pokémon Halloween Livestream, weil die meiste Thematik durchaus Pokémon sein wird. Dort werden wir Shiny hatten, Freunde. Und zwar Halloween-artige Pokis von Generation 6, 7. Auch vielleicht ein Let's Go, falls man auf diesen Turm Bock hat und da Nebulax hunten möchte oder so. Egal, Hauptsache irgendwie ansatzweise Halloween-Thematik. Und das Ganze natürlich werde ich wahrscheinlich mit drei Konsolen machen, also Triple Hunting. Das heißt, auf drei verschiedene Konsolen werde ich drei verschiedene Projekte Shiny hunten und mit euch am Start sein. Eure Projekte könnt ihr natürlich dementsprechend jetzt schon mal vorbereiten, wenn ihr es so nicht gemacht habt. Und natürlich mit uns zusammen schnitzeln, denn Freunde, es sind nur noch 15 Tage bis zum Release von der 8. Generation. Wir reden jetzt hier sogar von 2 Wochen nur noch, Freunde. Ne, lappische 2 Wochen bis zum Release, Pi mal Daumen. Und ja, da kann man natürlich noch mal ein bisschen durchstarten in den, sage ich mal, Cartridges, die man jetzt noch rumfliegen hat. Vielleicht das ein oder andere Shiny mal handeln. Wenn wir das gemacht haben und uns, ja, weiter gruseln wollen, dann gehen wir rüber zu neuem Game und zwar Luigi Mansions 3 ist für die Switch rausgekommen, beziehungsweise morgen und das werden wir auch spielen. Ist ein Spiel, was ich jetzt den Vorgänger noch nicht gezockt habe, aber damals auf dem Gamecube und das ist auch schon so lange her, das heißt, es ist ein komplettes Blind-Projekt für mich. Und mal schauen. Wahrscheinlich hat es auch ein Multiplayer, wie ich es gehört habe. Werden wir uns auch mal reinziehen, falls ihr das habt. Vielleicht kann man das Ganze verbinden, wenn es geht. Ja, wenn nicht, natürlich die spannende Story von Luigi mal sich gönnen. Also das steht auf jeden Fall auf dem Plan. Ne? Können auch natürlich dementsprechend mit schnitzeln. Was gibt's noch? Ganz einfach, ganz easy. Natürlich Mario Kart 8 Deluxe. Wird wahrscheinlich sehr spät abends sein, wenn die Energie noch so am Flöten ist. Dann geht man nochmal ins Mario Kart rein und stresst man sich erst recht. Das heißt, das geht sowieso immer. Also falls ihr Mario Kart 8 habt, könnt ihr natürlich mit mir schnitzeln. Ich zocke Mario Kart 8 nur online. Nicht offline irgendwelche NPCs klatschen oder sonst was. Nur online. Das heißt dementsprechend, da könnt ihr auch natürlich mit schnitzeln, Freunde. Ja, was gibt's noch? Ganz einfach. Eigentlich muss ich das ganz nach vorne setzen, aber ich habe es jetzt hinten gesetzt, weil mir die Spiele jetzt wichtig waren, dass ich die kurz vorstelle. Und zwar das Kürbisschnitzen. Das mache ich schon seit 4-5 Jahren hier auf dem Kanal. Wir packen uns einen Kürbis raus und den werden wir schnitzen. Wie der aussehen wird oder so ein Kram ist jedes Jahr mal anders. Mal haben wir halt einen Jack John Cena gemacht. Mal haben wir einen Pumpkinmon aus Digimon gemacht. Mal haben wir einen Smogon gemacht. Mal haben wir einen Smogmog gemacht, also mit noch einem weiteren Kopf. Dieses Jahr, mal gucken, was wir dieses Jahr machen. Eigentlich gerne immer was anderes, ne? Aber schauen wir mal halt. Auf jeden Fall Kürbis schnitzen, damit werden wir auch den ganzen Kram auch anfangen. Das heißt, erstmal Kürbis geschnitzt, den mal zur Seite tun und der bringt uns dann wahrscheinlich beim Shiny Hunt Luck. Wer weiß, wer weiß. Ja, und noch eine ganz kleine Sache für alle Sakacatch-Leute auf Twitch. Also Sakacatch ist ein Twitch-Game auf meinem Kanal, ein Pokémon-Twitch-Game, wo man halt dementsprechend auch mal ein bisschen durchstisseln kann. Gibt es ein kleines Event, das läuft jetzt bis zum 2. November, aber es wird morgen, nur morgen, also zum Halloween, noch ein Bonus-Event geben. Das heißt, von der Uhrzeit 12 bis 3 Uhr kann man noch etwas sich ergaunern. Aber was das ist, tja, das werdet ihr morgen sehen, Freunde. Also, dranbleiben lohnt sich, morgen am Start sein, ab 12 Uhr geht die Party los, bis 3 Uhr nachts. Ich hoffe mal, ich ziehe den Stream auch durch. In der Regel, klar, immer ziehe ich die Streams durch, nur diesmal bin ich angeschlagen, aber ich bin echt glücklich, Freunde, dass ich jetzt kaputt bin. Ne? Also Hals im Arsch, Bindehautentzündung im Auge und nichts beim Release von der 8. Generation. Ne? Also das wäre natürlich Katastrophe.
jetzt ist noch okay, ich krieg das noch gebacken und deswegen fällt heute der Stream aus für die Leute, ne? Dass ihr das auch Bescheid wisst, Freunde. Also, Guys, wir sehen uns, haut rein, wir sehen, euer Sakadies und gruselige Nacht morgen. Tschüss.